Ja, direkt zum Einstieg habe ich jetzt mal wieder was mitgebracht. Ja. Beim letzten Mal habe ich die Schokolade bekommen. Jetzt kriegst du Schokolade zurück, mehr oder weniger. Ja, also zum White Day gibt es ja Schokolade zurück. Also dadurch, dass ich ihm die in der ersten Sendung was geschenkt habe, bekomme ich am White Day was zurück. Ich weiß gar nicht, ist White Day bald oder ist das heute? Oder? Der White Day ist auch morgen. Morgen? Okay, genau wie letztes Mal haben wir einen Tag im Voraus. Also habe ich schöne Am 14. ist ja, 14.2. ist Valentinstag und am 14.3. ist dann in Japan der White Day, wo die Männer dann das zurückschenken. Ich müsste es ja eigentlich wissen. Ja, aber es ist ich nur weiß in Bescheid. Japan übrigens. Ja, also das ist eine Sache, die gibt es auch nur in Japan. Das haben die halt als so als Dankeschön erfunden. Danke! Ganz lieben Dank. Die vernasche ich nachher, wenn wir dann gib auch... Gib welche ab. Nix da. Unsere Gäste dürfen gleich vielleicht auch noch was, aber du kriegst nichts mehr. Okay. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ihr habt bestimmt auch schon vorhin ab und zu hier rüber geschaut. Wir haben da ganz tolle Puppen stehen und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Ja? Also du kannst ja mal mitkommen. So, nicht über die Kissen stolpern. Ist wie ein Kabel hier abgegangen. Ja. So. Und zwar am 3. März ist natürlich das Hinamatsuri, das ist das Mädchenfest in Japan. Hoppla, Moment, mein Mikro hat sich gelöst, was du das gesagt hast. Musste ja passieren. So, jetzt habe ich es wieder. Also, der Mädchentag in Japan ist am 3. März und da wird in erster Linie, es wird das Mädchensein gefeiert eigentlich. Es ist ein Fest für Mädchen und Frauen, junge Frauen. Und im Grunde ist das nur dazu, dass man sich wünscht, dass die Damen gesund und glücklich und hübsch aufwachsen und ein schönes Leben haben. Und dafür baut man dann im Voraus eigentlich diese Puppen auf und hat die auch noch am 3. natürlich stehen und am 4. wird es dann abgebaut. Also das heißt, es ist nicht so gut, wenn man es länger stehen lässt. Okay. Hat mit ein bisschen Aberglauben zu tun. Was wir heute aufgebaut haben, geht das noch? Wir bauen es auch wieder ab und es ist auch nicht mein Zuhause. Von daher bin ich auf der sicheren Seite. Ja. Aber es sieht echt gigantisch aus. Ja. Also, das sind ja mehrere Treppenstufen. Genau, also die sind auch alle aus Porzellan mit echter Seide, handgemacht alles. Und diese Dinger sind so wertvoll, dass die von Generation zu Generation vererbt werden. Also die kauft man sich nicht einfach so und kann sie auch nicht mal eben stückweise sammeln, sondern Urgroßmutter hat mal so ein Set, das wird dann der Tochter gegeben, die gibt es ihrer Tochter und so weiter. Ja, und das ist sowas jetzt? Also dieses Set ist eher einer der billigeren Sets. Okay. Und also da sind zum Beispiel die Hände sind noch aus Plastik, während die Gesichter aus Porzellan sind. Also da wird dann an einigen Ecken gespart. Und das ganze Ding kostet etwa 3.000 Euro. Okay. Und wie gesagt, das ist jetzt das billige Set. Meine Familie hat sogar noch eins, wo es nur diese beiden sind. Und die kosten etwa das Zehnfache. Also oder so in der Art. Okay. Da muss man, also das ist dann echt schwierig. Das ist ein Familienerbstück. Das darf ich dann auch nicht auf die Show bringen. Ja, also zu Puppen allgemein. Es wurde früher auch geglaubt, dass Puppen das Böse und Unglück in sich hinein verschließen können, weswegen eben für Mädchen, damit sie halt sorgenfrei und glücklich erwachsen werden, eben Puppen auch benutzt werden. Nicht nur, weil sie auch eine sehr weibliche, ein weibliches Spielzeug eigentlich sind. Ne? Mhm. Ja, und ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wer jetzt was ist. Also alle weiß ich auch nicht genau, aber hier, das ist natürlich der Kaiser und die Kaiserin ganz oben. Ja. Hier die beiden. Ganz pompös. Genau, die sind auch die Größten, haben auch alles, also alle Teile sind natürlich separat. Die musste ich vorhin mit Chris Hilfe so zusammenfriemeln. Dann haben wir hier die drei Dienerinnen. Deswegen gibt es hier auch Mochi-Reiskuchen. Die hat hier zum Beispiel auch Sake und Getränke und Sonstiges. Hier sind die Musikanten, also hier sieht man einen Trommler und einen Flötenspieler und einen Sänger, der hat nur einen Fächer. Und das hier sind also ganz klar Samurai, die haben sowohl Bogen, Pfeil und Bogen, als auch Schwerter. Und hier unten, da weiß ich nicht so ganz genau, da habe ich meine Mutter nie wirklich gefragt. Wir haben uns natürlich als erstes für die da oben interessiert. So, und dann hat man natürlich hier noch alle möglichen Dinge. Also das ganze Hausstand. Genau, das hier ist zum Beispiel ein Spiegel. Hier, das ist ein Nähset, also eine Nähbox. Hier oben, da kommen zum Beispiel die Nadeln rein. Das ist also ein antikes Nähtisch, genau, so ist das. Und dann hier unten gibt es einen Ochsenwagen und sonstiges. Also es ist alles mit dabei. Ne? Und ja, also das ist halt Hinamatsuri. Sehr platzfüllend. Ja, aber
Naja gut, aber mir gefällt es unheimlich gut. Das ist immer so nostalgisch für mich. Das ist Kindheit für mich auch. Ja, so haben wir früher dann davor auch Lieder gesungen und auch Sushi gegessen. Und es gibt auch ein paar traditionelle Sachen, die man isst. Zum Beispiel, erstmal trinken. Es gibt einen spezifischen Sake, der heißt Amasake. Und der hat einen geringen Alkohol, den trinkt man dann. Also die Jüngeren dürfen es nicht trinken, aber ist ganz klar. Dann gibt es noch so kleine Snacks, die sind auch in drei verschiedenen Farben. Das nennt sich Hina Arare. Und das sind so ein bisschen wie Cracker aus Reis auch gemacht. Und die sind dann, wie gesagt, ein bisschen wie diese Farben. Also pink, weiß und ein blassgrün, das sieht man hier nicht. Der Pastellig. Genau, alles so in Pastellfarben gehalten. So ein bisschen wie die Lolitas halt auch. Ne? Passend dazu. Ja, also das ist, wie gesagt, Hina Matsuri. Dann